So. Vorbei an unserem Schmiedefreund André. Mal gucken, wie sind meine Werte zurzeit eigentlich? 2 Beweglichkeit fehlen noch und dann können wir den Rest in Vitalität packen. Dum, 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 dum. So, also habe ich den Finsterwurzgarten erst einmal. Hallo Kumpel, lang nicht mehr gesehen. Weg mit dir. So, Finsterwurzgarten. Jetzt töten wir dich noch hier. So. Und dann nehmen wir den Umweg durchs Becken. Das ist nämlich der mit Abstand nervenschonendste Weg. Hier müssen wir uns nämlich dann nur durch die 4 Kristallgolems durchkämpfen. Wir können bei der Gelegenheit auch mal schnell Dusk Hallo sagen. Die ist nämlich auch wieder da, nachdem wir sie gerettet haben. Das hat uns ja Elisabeth bereits erzählt. So, hier den richtigen Weg runternehmen. Dum, dum, dum. So. Zu dem Leuchtfeuer des Drachentals. Nein, nicht hier. Da müssen wir noch ein Stückchen weiter. Genau hier. Gut. Hier kurz einlocken. Und die Ausfüllung umkehren. So. Gut. Ja, jetzt bleibt wirklich nur noch der Boss hier. Die 4 Könige und das Drachental. Was nicht mehr sehr viel ist. Und ja, dann bleibt nur noch das Endgame. Aber vor dem Endgame habe ich noch etwas vor. Und zwar haben wir ja noch jede Menge Bossseelen. Und dann werde ich halt mal offscreen die Waffen zusammensammeln, die man braucht, um diese Bossseelen zu verwerten. Weil für jede Bossseele kann es 2 oder sogar 3 Waffen geben. Und ich möchte euch zur Vollständigkeit halber diese Waffen alle mal zeigen. Also die man herstellen kann. One Hit. One Hit. Au. Das hat gar nicht wirklich weh getan. Wow, das hat mich nicht mal getroffen. Und noch ein One-Hit. So, und jetzt, wenn wir hier ankommen, müsste Dusk eigentlich wieder hier irgendwo auftauchen. Wir sind doch menschlich. Oh, Dusk. Okay, das muss ich dann nachher wohl nochmal überprüfen. Wir sind menschlich. Ach, da ist das Rufsymbol. Im Wasser, wo man es nicht sehen kann. So, bis sie auftaucht, heile ich mich mal kurz. Hallo, Dusk. I am Dusk of Ulysseo. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. Ja, wir können mit dir reden. My home of Ulysseo was reduced to ashes long ago in my time. I have been alone ever since. But to be summoned thus and to be of service to thee, it is most rewarding. Oh, forgive me. So
Such a long pastime is none of thine concern. Naja, doch, wir waren in dieser lang vergangenen Zeit und haben dich gerettet, aber das wirst du nicht wissen. This may strike thine ear as somewhat peculiar, but long ago, in my homeland of Ulysseo, I was beset by a creature from the abyss. I would have perished then, were it not for the great knight Artorius. In truth, I saw little of what transpired, for mine senses were already fled. But even still, there was something about Artorius, a certain balance of the humors, that quite perfectly fits your semblance. Heavens, could it be that? Oh, dear me. That was Ulysseo, many centuries ago. Please excuse my fanciful musings. This may okay, mehr hat sie nicht zu sagen. Heaven. Oh, please. Yeah. If thou art in need, pray summon me. I wish to be of assistance. May the flames guide thee. Und die, ja. Also sie hat es bemerkt, dass es nicht wirklich Artorius war, der sie gerettet hat, sondern dass wir es waren, der Menes besiegt hat. Und sie meint, sie würde sich das Ganze nur zusammen fantasieren, weil das immerhin vor 400 Jahren passiert ist. Vor 300, 400 Jahren sogar, glaube ich, war das. So. So viel zu Dusk. Die kann da ruhig stehen bleiben. Wir wollen jetzt zum Boss des Finsterwurzgartens. Und damit meine ich den richtigen Boss, weil wir hatten ja schon den Mondlichtschmetterling. Oh ja, der Finsterwurzgarten ist ein Ort mit zwei Bossen. Wir hatten es ja vor kurzem, dass die Dämonenruinen drei Bosse hatten. Aber ja, das sind auch nur zwei Bosse hier. Keine drei. So. Hier vorbei drücken und hier hoch. Da sind wir nämlich an dieser Brücke hier, die wir gut kennen. Hier haben wir nämlich, sind wir nämlich Calamy zum ersten Mal begegnet. Genau, dieser Fluss hier, also Calamy in der Vergangenheit. Das da unten, wo überall nur noch Wasser zu sehen ist, von hier aus war das Kampfgebiet, wo wir gegen Calamy gekämpft haben. Und hier war alles mal voll mit Blumen. Weil hier haben die Gärtner des königlichen Waldes die Blumen hochgezüchtet. Da in der Ecke stand der Steinriese und hier haben wir auch gegen die Riesenkatzen gekämpft. Hier haben wir aber gleichzeitig auch den besten Weg zur Bosstür. Nämlich ganz einfach da drüben runterlatschen. Das ist übrigens derselbe Weg, der in der Vergangenheit ins Ulasil-Mausoleum führt. Das hier ist nämlich die Brücke dazu. Nur, dass hier etwa es ein bisschen anders aussieht. Der Weg hier ist irgendwie abgebrochen. Und hier sieht alles auch ein bisschen anders aus mittlerweile. Also ja, wenn wir uns umdrehen und uns das hier angucken... Da oben stehen in der Vergangenheit im königlichen Wald die beiden ersten Vogelscheuchengärtner, wollte ich schon sagen. Und begrüßen uns dann, kommen dort den Weg runter und greifen uns an. Hier jedoch hat sich einiges verändert. Alles zusammengebrochen und eine riesige Tür ist hier entstanden. Ja, wenn wir da hochgucken, sind wir immer noch Anuelondo. Aber wir sehen auch, dass da... Naja, okay, von hier aus sieht man nicht besonders viel, dass da die Stadt der Untoten weitergeht. So, hallo. Große Fläche. Und da drüben sehen wir ein ziemlich großes Schwert auf einem Friedhof voller Schwerter. Ja. Das Schwert ignorieren wir erstmal kurz. Wir gehen nämlich kurz hier hinter.
und sammle den Hornissenring auf. Das ist der letzte Ring der königlichen Ritter von Lord Gwyn. Also ja, wir hatten schon, zeige ich euch mal kurz, den Löwenring von Ornstein, den Wolfsring von Artorias, den Falkenring von Goff und der Hornissenring. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Hornissenring gehört dem Schwertkämpfer Kieran. Ja, eigentlich der Schwertkämpferin. Der Ring verstärkt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn seine Feinde ebenso effizient beseitigen, wie einst der Dolch von Kieran die Feinde von Fürst Gwyn tötete. Ja, Kieran sind wir begegnet kurz, und zwar an Artorias Grab in der Vergangenheit. Sie bat uns um Artorias Seele, aber die behalte ich mir mal kurz auf, bis ich, wie ich schon angekündigt habe, oh, der blaue Augapfel, den habe ich auch noch gleich vorgelesen. Invasion der Welt eines Spielers im Buch der Schuldigen. Wer einen Eid geleistet hat, kann das Objekt benutzen, also wenn wir für den Finstermond Eid angehören. Überwältigt Spieler für Andenken der Vergeltung. Diese mystischen Kugeln werden Finstermondklingen gewährt, jenen Rittern, die der Finstersonde Gwendolyn dienen, damit sie im Dienste der Götter Rache üben können. Aber das können wir ja nicht mehr, weil wir jetzt wieder im Sonnenlichtorden sind. Was ich gar nicht so schlimm finde. Wanderfluch, bla bla bla. Also ja, Seele bedeutender Held. Diese Seelen hier meine ich. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Seelen, mit denen wir was anfangen können. Und das bedeutet ziemlich viele Waffen. Aber noch sind wir nicht ganz fertig. Wir gehen jetzt auf das Schwert zu und machen die und kommen jetzt gleich in eine Zwischensequenz. Hallo, Groß-Sif. Großer grauer Wolf-Sif. Wie ich diesen Kampf hasse. Wir haben Sif in der Vergangenheit gerettet. Und nun müssen wir Sif töten. Und wir haben schon gesehen, jetzt gerade in der Zwischensequenz, Sif erkennt uns noch. Und ja, ich komme gerade nicht wirklich an Sif ran. Sif erkennt uns noch. Und er hat eigentlich gar keine richtige Lust, jetzt gegen uns zu kämpfen. Der Grund, warum er es tut, also warum er es dieses Mal tut, in der Situation, ist, weil er hofft, dass wir ihn erlösen. Dass er zu Artorias, seinem Freund, zurückkehren kann. Den wir ja auch mittlerweile auf dem Gewissen haben. So. Go. Und ja, in dieser Phase, also soweit wie ich schon im Spiel bin, ist das der Bossfight richtig einfach. Normalerweise hätte dieser Angriff, genau dieser Angriff, hier genug Power, um mich fast zu one-hitten. Weil der erste Schlag mir die gesamte Stamina raubt und der zweite Schlag mich dann einfach nur umbolzt. Ja, es gibt noch eine zweite Version von der Sif-Session-Sequenz. Wenn man vor der Vergangenheit zu ihm geht, dann ist er einfach nur wütend, will das Grab beschützen und schnappt sich sofort das Schwert. Anders hier jetzt. Hier hat man richtig das Leiden in seinen Augen gesehen. Oh. Komm her, Groß-Sif. Ja. Dieser Bossfight macht mir absolut keinen Spaß, weil man jetzt den armen Sif töten muss, der nicht schon genug mitgemacht hat. Na komm her, Sif.